Ladies and gentlemen, it's time for Prizzly TV. Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier zu Prizzly TV oder bei Prizzly TV. Es geht los. Ich habe mich nun doch dazu entschlossen, Black Squad zu Let's Playen. Weil, Combat Arms, wie gesagt, will ich nicht Let's Playen. Und Line of Sight ist leider so tot momentan, warum auch immer, dass es sich da kaum noch lohnt, irgendwie ein Let's Play zu starten. Du, komm her. Oh ja, mein Fail-Aim. Aber ich hab ihn. Und dass es sich da kaum noch lohnt, irgendwie was zu starten, weil von den zwei, drei Räumen, die dann nur noch offen sind, ist das alles, Oh, der hat mich getroffen. Fürchterlich. Verdammt. Und somit habe ich mich entschlossen, Black Squad zu Let's Playen. So, wir sind hier auf dieser Map Avignon, oder wie das heißen soll. Avignon. Avignon. Wie auch immer. Und wir machen zuerst den... Wir machen zuerst Team Deathmatch. Da hinten steht er. Hab dich. Und danach schauen wir mal weiter, was es da noch so... Hey, geh weg. So geben wird. Okay, hier ist alles besetzt. Hier halt unten lang. Aha, da oben auf dem Dach sitzt wohl einer. Da unten. Und dann, ja, schauen wir einfach mal. Ich weiß, habe ich schon gesagt. Ist auch völlig wurscht. Leider muss ich das im schnellen Match machen. Ein Schuss, 100 HP im Kopf. Leider muss ich das auf dem schnellen Match machen, weil auf angepasstes Match, habe ich mir einen Wolf abgewartet, bis hier endlich mal irgendwie einer im Raum kam, und dann haben die Leute das meistens alle so eilig, dass sie direkt wieder rausgehen. Warum auch immer. Obwohl sie genau wissen, man braucht vier Leute zum Starten, aber sie gehen dann halt trotzdem wieder raus, weil es ihnen wohl nicht schnell genug geht oder was auch immer. Kann ja alles möglich sein. Ja, du gehst mir langsam auf den Sack, Junge. Das Spiel hat... Ich habe ja nach einer Alternative gesucht für Combat Arms. Die habe ich hier mit Black Squad auch gefunden. Alter, du gehst mir auf den Sack, Junge. Die habe ich mit Black Squad auch gefunden. Und... Das Spiel ist so dezent CSGO-lastig, würde ich sagen. Alter, schon wieder, Mann. Der Typ brennt mir, ey, ehrlich. Ist so ziemlich CSGO-lastig, wie gesagt, das Spiel. Aber... Dieser Fixer geht mir auf den Sack. Und aber ist doch viel angenehmer, besser als CSGO, finde ich jetzt. Halt, ich will nicht das Messer. Jawohl. AK-112. Ich versuche seit Tagen mit dieser AK-47 klarzukommen, aber ich kriege es nicht. Alter, von wo? Ich kriege es einfach nicht so wirklich auf die Reihe. Aber man sagt ja, Übung macht den Meister, also werden wir einfach mal nicht aufgeben und weitermachen damit. Das war der zweite.
Komm, zeig dein Gesicht, du Noob. Auf jeden Fall macht mir das Spiel mega Spaß. Und ich weiß nicht, seit wann es das in Deutschland schon verfügbar ist, aber in Deutsch, Quatsch, auf Steam ist es. Ja, er pisselt mich. Auf Steam ist es jedenfalls erst seit diesem Jahr. Und ich hatte mir das Spiel aber mal vor ein, zwei Jahren. War das ungefähr, will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Da oben sitzt der Fehl. Will ich mich nicht drauf festlegen, aber ist schon eine Weile her, wo ich mir das Spiel mal angeguckt habe auf irgendeiner koreanischen Seite. Da war es in Deutschland noch nicht verfügbar. Und das wollte ich mir damals schon angucken. Hab's aber nie so wirklich geschafft. Genau. Und seit anderthalb Wochen ungefähr spiele ich das Game. Es bockt auf jeden Fall. Jo. So, jetzt müssen wir hier mal klarkommen. Ich hasse diese Map. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse sie einfach. Ja, geh. Pff, natürlich. Klar. Ich frage mich manchmal, wie die das hier machen. Mit nur einem Schuss 100 HP weg, obwohl sie dir nicht in den Kopf schießen. Das ist schon merkwürdig. Du dreckiger kleiner Pisser, Alter. Ey. Du gehst mir so auf den Sack, ey. Wie spielen wir überhaupt? 11-16. Naja. Könnte besser laufen. Aber ich, wie gesagt, ich hasse diese Map wie die Sau. Ich weiß nicht warum, ich mag sie einfach nicht. Andere Maps werden mir lieber. Aber. Ja. Tja, was soll man dazu sagen? Das ist. Wo ist der? Wo steht denn der? Ja, so Bonglord, Junge. Ja, da weiß man immer nicht. Soll man jetzt ausrasten, so völlig, oder? Oder soll man das chillig nehmen? Ja, und mein Ding hat ja natürlich nichts getan. Und ich habe nicht mal eine Nade mit. Piss dich. Aber ist nicht meine Map. Wundert mich also gar nicht, dass ich hier auf Schnauze krieg. Wenn diese Dreckspisser hier nicht so rumcampen würden wie die letzten kleinen Hindis, Alter. Ja, ihr habt's drauf. Ihr seid so pro, Alter, mit eurem Rumgestehe in den Ecken. Aber, ja, genau. Die Nate trifft mich aus 600 Meter Entfernung. Es gibt auch leider nur diesen einen Weg hier auf dieser Map hinten rum. Man könnte höchstens noch den Weg, den offiziellen Weg durch die Mitte nehmen. Ach, falsch, was wollte ich haben? Durch die Mitte nehmen. Aber das wäre zu gefährlich und jetzt ist die Runde auch schon vorbei. Jawohl. Also, lasst doch ein Abo, ein Like oder ein Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, haut rein.